Hallo ihr Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch einmal drei wunderschöne und schnelle Designs mit dem neuen Spider-Gel von Only for Nails zeigen. Und wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt jetzt dran. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Für mein allererstes Design habe ich mir einen Tipp schwarz grundiert und den versiegel ich jetzt einmal in matt. Denn ich möchte anschließend mit dem weißen Spider-Gel weiterarbeiten. Dazu benutze ich einen dünnen Pinsel und nehme mir ein kleines Bällchen auf, von dem ich dann immer ein paar Linien ziehe. Ich setze sozusagen das Bällchen ab und ziehe mir anschließend nach außen ein paar dünne Linien. Wenn ich das ganze Design dann einmal fertig habe, härte ich das Ganze dann für ca. 3 Sekunden in meiner UV-LED-Lampe an. Den Tipp habe ich nun einmal für ca. 3 Sekunden anhärten lassen, denn ich arbeite jetzt weiter mit Neonpigmenten. Dazu benutze ich hier so einen Applikator und tupfe jetzt in einen leichten Verlauf einmal das Pink und das Orange und dann härte ich den Tipp einmal komplett aus. Nach dem Aushärten entferne ich einmal mit der sauberen Applikatorseite einmal das überschüssige Pigment oder ich nehme einfach eine trockene Zelette. Den Tipp versiegel ich jetzt nur noch mit dem Quick Finish. Das ist ein Versiegler ohne Inhibitionsschicht und somit sind wir auch schon fertig mit dem ersten kleinen Design. Für mein zweites Design habe ich den Tipp einmal weiß grundiert und den versiegel ich jetzt ebenfalls einmal in matt. Hier benutze ich jetzt einmal das schwarze Spider-Gel. Ich setze mir einen Punkt in der Mitte ab, von dem ich dann einmal die dünnen Linien ziehe. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf dem Versiegler verwenden, denn das Schwarz härtet ohne Inhibitionsschicht aus und somit könnt ihr auch zum Beispiel Glitzer einstreuen und das gibt dann einen wunderschönen Effekt. Den Tipp habe ich nun einmal anhärten lassen. Weiter mache ich mit einem silberfarbenen Glitzergel. Das trage ich mir jetzt einmal in die Freiräume auf und dann härte ich es einmal aus. Jetzt versiege ich mit den Tippen nur noch und nach dem Aushärten werde ich noch ein kleines Steinchen setzen. So sieht nun einmal mein zweites kleines Studio-Design aus. Ich finde, es sieht richtig toll aus. Es funkelt auch wunderbar durch dieses Glitzergel. Die Inspiration habe ich von der lieben Verena Korf. Das Video dazu werde ich euch, wenn ich es finde, unten in der Infobox verlinken und genauso die Produkte. Jetzt kommen wir zum letzten Design. Ich habe dazu den Tipp einmal mit einem schwarzen Glitzergel grundiert und versiege ihn ebenfalls einmal mit einem Mattversiegler. Anschließend mache ich wieder weiter mit dem weißen Spider-Gel. Ich zeichne mir jetzt wieder als erstes einmal die Linien. Die härte ich immer für 2 Sekunden ganz kurz an. Umso weniger verläuft mir das Ganze und wenn ihr einen kleinen Fehler gemacht habt, könnt ihr das ganz vorsichtig entfernen.
So sieht der Tipp nun einmal aus. Da mir das Ganze noch zu unspektakulär aussieht, werde ich das jetzt noch aufpeppen, indem ich ein paar Schnörkel zeichne. Die Schnörkel habe ich nun einmal fertig gezeichnet. Ich werde das Gel jetzt noch nicht aushärten, denn ich möchte noch ein wenig loses Glitzer in das feuchte Gel streuen. Und wenn ich das Ganze gründlich gemacht habe, geht es in die Lampe zum kompletten Aushärten. So, ihr Süßen, wir sind nun auch am Ende angelangt. Hier seht ihr einmal das letzte Design mit dem kleinen Schuckereffekt. Mir gefällt es richtig gut. Es funkelt auch richtig toll im Sonnenlicht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Lasst mir natürlich gerne einen Daumen hoch da und auch einen Kommentar. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.